Dein Konzept Body Change nennt sich. Das ist ja sehr erfolgreich. Da haben schon tausende Menschen wirklich sehr viele Kilos verloren. Diäten und solche Konzepte gibt es aber viele. Warum ist deines jetzt wirklich so erfolgreich? Na, das Interessante ist, also erstmal vielen Dank für das Kompliment. Es sind mittlerweile fast 500.000 Menschen, die mit mit unserem System abgenommen haben. Und man muss das ein bisschen abgrenzen. Es gibt das 10 Weeks Body Change. Das ist wirklich für diejenigen, die sagen, hey, ich will über einen mittellangen Weg wirklich abnehmen. 10 Wochen sind ja eine ganze Zeit. Wenn man ab heute 10 Wochen rechnet, könnte es schon schwierig werden mit der Strandfigur. Ja? Mhm. Und dann gibt es sozusagen das, ich sag mal, Feuerwehrprogramm oder Emergency Call Programm. Das ist mein 30-Tage-Programm, ja. Flacher, straffer Bauch in 30 Tagen. Und das ist dann ein Programm, das genau darauf ausgezielt ist, zum Zeitpunkt des Urlaubs. Wenn einem jetzt einfällt, ich habe ja ein Bikini und der Bikini, und der Bikini ist eingelaufen. Weißt du, es ist ja nicht so, genau, dass wir kräftig die Sachen laufen ja das ein. Das passiert doch mit meinen Jeans immer wieder und so. Alles. Ganz eigenartig. Ja. Meine Waschmaschine zu genau. heiß. Und dafür kann man dann sozusagen straffer Bauch in 30 Tagen sich angucken. Das kriegst du auf detlefsoest.de, weil die Leute das manchmal verwechseln. Das eine ist also detlefsoest.de und Bodychange, wenn man einfach insgesamt abnehmen will, ist dann bodychange.de. Das ist ja eigentlich ein bisschen so, als wenn bei euch Frauen, als wenn ihr euch entscheidet, eine andere Frisur oder eine andere Haarfarbe zu haben. Wenn euch das, was ihr seht und was daraus geworden ist, ich sag mal bei dir jetzt zum Beispiel blond, ich weiß nicht, wahrscheinlich bist du naturblond, aber sehr intelligent. Wenn du siehst, die Haare sind toll so, dann machst du die ja nicht nach 10 Wochen weg, weil die Farbe rausgewaschen ist, sondern du färbst es nach. Und genau so ist es natürlich auch beim Abnehmen. Wenn ich merke, das funktioniert, dann möchte ich ja nicht diesen Jojo-Effekt haben und wieder zunehmen, sondern mit kleinen Abgrenzungen und Komfortzonen bleibe ich eigentlich dabei. Das heißt, eigentlich kannst du nicht sagen, du machst eine Diät, sondern eine Ernährungsumstellung. Mhm. Und ich sage dir ganz ehrlich, bei 10, 20, 30 Kilo, die man abnimmt, wird nicht nur der Körper leichter, sondern wirklich auch das Leben. Du gehst ganz anders durch die Welt. Du fühlst dich sicherer, stärker, attraktiver, kriegst andere Reaktionen auf dich als Person und Persönlichkeit. Und das ist schon toll. Will man gar nicht mehr zurück. Nee, da will man, also wenn ich Bilder von damals sehe und von heute, wenn ich mir vorstellen würde, das wäre umgekehrt, dass ich damals so schlank war wie jetzt und jetzt so dick wäre, das wäre ein Problem. Bin ich im Flugzeug unterwegs und eine Stewardess beugt sich zu mir runter und sagt 15 und ich saß auf 9D. Ja? Und ich dachte so, sitze ich jetzt falsch? Soll ich mich umsetzen oder was? Ja? Und sie dann so, Kilos mit Body Change. Ich so, wow, super, mach weiter. Also das ist toll, dieses Feedback mitten auf der Straße, wo Leute mich ansprechen. Oder in der Schule, wenn ich meine Kinder abhole, kommen teilweise die anderen Kinder und sagen, meine Mama macht immer morgens mit dir Sport. Du bist der Mann, der die Menschen sexy macht. Das ist einfach wirklich ein schönes Feedback, weißt du, zu wissen, dass das, was man macht, bei den Leuten ankommt und auch funktioniert. Ja, Authentizität ist ein ganz wichtiges Stichwort, finde ich persönlich, weil wenn man mit seinem Körper nicht zufrieden ist, dann ist das ja ein sehr sensibles und sensitives Thema. Was sehr Persönliches. Ja. Mhm. Und da möchte ich mich natürlich an Menschen wenden, wo ich das Gefühl habe, dass die wissen, wie es mir geht. Dass die wissen, wo meine Stolpersteine sind und was für Risiken auf mich zukommen. Ein Fitnesstrainer, der immer schlank war, wird es wissen. Aber er weiß definitiv nicht, wie schwer es ist, dahin zu kommen, weil er selbst dieses Übergewicht nicht hatte. Ich hatte das Übergewicht und ich kenne diese kleinen Schweinehunde, die zwischendurch auftreten, die einen davon abhalten wollen, seinen Weg bis zum Schluss zu gehen. Und das macht es, glaube ich, bei den Leuten noch ein bisschen glaubwürdiger. Nichts gegen Fitnesstrainer, die sind alle sehr gut, die meisten. Ja, aber die Glaubwürdigkeit ist, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr und das Vertrauen in das, was ich den Leuten geben darf. Mhm. Ich finde, dass wir neben dem, was wir in unserem Leben erreichen und leben dürfen, wir auch irgendwann, wenn wir unsere Mission gefunden haben, die Verpflichtung haben, das nach draußen zu tragen und dafür für die Menschen auch, ich sag mal, Role Model zu sein. Und für mich ist es ganz einfach, Gesundheit, Fitness, sich wohlfühlen im eigenen Körper, aber auch Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Und all das wird aus meiner Sicht beim Fit und Gesund Award berücksichtigt. All das spielt dort eine Rolle, egal ob Sportler da sind, Politiker oder einfach Celebrities oder der ganz normale Mann oder die ganz normale Frau. Und das ist das, was ich gerne weitergeben möchte. Und da ist der Fit und Gesund Award eine wunderbare Plattform. Mhm.